Ich möchte an dieser Stelle eine digitale Tafelsoftware vorstellen, die ich seit den Weihnachtsferien entwickle und eigentlich vorhatte, die in den Osterferien weiterzuentwickeln und dann in den Sommerferien dann irgendwann fertig zu sein. Nun hat sich die ganze Situation so ein bisschen verändert, sodass ich die Software eigentlich auch etwas eher brauche und habe mittlerweile auch einen Entwicklungsstatus erreicht, wo ich glaube, dass diese Software auch für den einen oder die andere auch interessant sein könnte. Ja, wie gesagt, es handelt sich um eine digitale Tafelsoftware. Man hat hier eine Zeichenfläche und eine Menüleiste. Diese Menüleiste kann man auch verschieben, wenn man jetzt die Fläche hier hinten benutzen möchte. Wenn die Leiste sehr stört, kann man mit einem Doppelklick die ausblenden, dann bleibt hier nur so ein Kästchen und wenn man einen Doppelklick auf dieses Kästchen hier tätigt, dann ist die Leiste in der normalen Größe wieder da. So, was man hier sonst noch hat, sind ja natürlich die bekannten Buttons, also hier dieser Stift ist zum Zeichnen da. Ich verwende jetzt bei dieser Aufnahme ausnahmsweise eine Maus zum Zeichnen. Wenn ich jetzt eine Linie zeichne, ist sie jetzt gewohnt kritzelig, wie man das so kennt. Aber wenn ich loslasse, wird die Kurve geglättet und sieht jetzt mehr handgezeichnet aus und dadurch etwas netter, finde ich. Dieses Werkzeug hier ist dafür da, um Linien zu zeichnen. Ich orientiere mich in meinen Tafelbildern gerne an dem Gitter hier. Also verwende gerne diese senkrechte und waagerechte Linien. Und die Linien, die damit erstellt werden, die Endpunkte haften an den Eckpunkten von diesem Gitternetz bzw. an den halben Strecken davon. Dann kann man etwas genauer sein. Wenn man Linien anderer Art zeichnen möchte, muss man nur diesen Magnetbutton ausschalten und dann sind die Enden da, wo man den Mauszeiger einfach ansetzt bzw. wo man absetzt. Das gleiche gilt für die Ellipsen. Hier einmal die Variante ohne Magnet. Dann funktionieren beliebige Ellipsen. Sollten die Ellipsen sich an dem Gitter orientieren, muss man einfach die Magnetfläche einschalten. Soweit eigentlich nichts Besonderes. Mit dem Werkzeug hier, das ist ein Radiergummi, man kann jetzt ganze Linien löschen. Also wenn ich jetzt eine Linie nur mit dem Radiergummi berühre und klicke, dann verschwindet die ganze Linie. So ist man mit dem Löschen von Strichen etwas schneller. Dann ein Lasso-Werkzeug, damit kann man Objekte auswählen. Auch hier gilt, ich muss das Objekt nur berühren mit meiner Auswahl, dann wird das Ganze markiert. Kann natürlich dann verschoben werden, skaliert werden. An den Seiten wird man nur in eine Richtung skalieren. An den Ecken skaliert man in beide Richtungen gleichzeitig. Was interessant ist, wenn man die Objekte skaliert, ändert sich die Größe der Objekte, aber nicht die Linienstärke. Also egal, ob die Ellipse so klein ist oder so groß, die Linienstärke bleibt gleich. Diese Taste wird interessant sein, wenn ich so weit bin, dass man auch einen Tablet-Modus hat. Dann wird das Scrollen etwas einfacher sein, weil man auf dem Tablet diese Scrollbalken nicht angezeigt bekommt. Was Magnet macht, haben wir gerade schon gesehen. Diese schwarze Fläche ist ja Farbauswahl. Man kann ja die Farbe auswählen und Linien in Blau zeichnen. Man kann die Linienstärke ändern und auch die Linienart. Wenn ich zum Beispiel eine gestrichelte Linie zeichnen möchte, geht das natürlich auch. Was mir wichtig war, dass wenn ich Objekte habe, dass ich auch diese Eigenschaften nachträglich ändern kann. Also wenn ich ein Objekt ausgewählt habe und dann auf die Farbe Rot klicke, wird die Linie auch rot. Es geht auch für die Eigenschaften wie die Linienstärke. Also ich kann eine Linie nachträglich dicker machen, beziehungsweise zum Beispiel gepunktet oder wieder durchgezogen. Also da kann man nachträglich noch einiges ändern. So, diese Schaltfläche die blendet das Gitter hinten ein und aus.
Die Tasten sind dafür da, um Schritte rückgängig zu machen. Also rückgängig ist hier, also die Undo-Taste. Das hier macht das rückgängig wieder rückgängig. Also ich kenne kein deutsches Wort dafür. Also man sagt dazu die Undo, die Redo-Taste. Entschuldigung. So, dann haben wir die Buttons, mit der wir sozusagen in den Seiten in unserem Tafelbild vor- und zurückschalten können. Die funktionieren an sich auch. Aber in Verbindung damit, was ich gleich zeigen möchte, gibt es da nur so einen kleinen Fehler. Ich zeige diesen Fehler auch, aber ich zeige erstmal die funktionierende Variante und dann können wir diese Flächen noch nicht benutzen. Und zwar sind das Umschalttasten für das, was ich hier Slide genannt habe. Mittlerweile finde ich den Begriff Schritt oder Step besser gewählt. Und zwar sind wir jetzt in dem ersten Slide von unserem Tafelbild. Wenn ich jetzt hier draufklicke, gehen wir zu dem zweiten Slide. Es hat sich ja auf den ersten Blick nichts getan. Und wenn ich jetzt was zeichne, zum Beispiel dieser Kreis hier bekommt Augen und wird zum einem Smiley. Da kann ich zwischen diesen beiden Schritten vor und zurück wechseln, wie bei einer Bildschirmpräsentation. Wenn ich jetzt in den zweiten Schritt bin, kann ich aber auch Objekte markieren, die schon im ersten Schritt angezeigt wurden, die verschieben. Zum Beispiel verschiebe diese Objekte nach da. Und wenn ich jetzt in den Slides vor und zurück schalte, bleibt diese Verschiebung. Und für meine Zwecke ist die Arbeit dadurch deutlich schneller. Ich kann ja mehrere Slides gleichzeitig bearbeiten, muss nicht irgendwie in jeden Schritt gucken, habe ich das verändert oder nicht. So könnte man sozusagen was Ähnliches wie eine PowerPoint nacheinander aufbauen. Wie ich mir die Arbeit damit vorstelle, zeige ich am besten, wenn ich die Datei neu lade. Und zwar stellen wir uns vor, es ist eine Aufgabe aus dem Bereich der Mathematik und es geht um das Volumen eines Quaders. Und dann mache ich mir meine Notizen. Natürlich brauche ich so das falsche Werkzeug. Natürlich brauche ich die Formel für das Volumen eines Quaders. Die eine Seite mal die zweite Seite mal die dritte Seite. Dann brauchen wir natürlich auch eine Skizze. Ein Quader ist eine rechteckige Kiste. So, alle Striche gezeichnet, auch die Striche, die man eigentlich auch nicht sieht, weil ein Quader in den meisten Fällen nicht durchsichtig ist. Dann markiere ich einfach diese Elemente und ändere die Linienart und dann habe ich schon ein Bild von einem Quader. Und dann gibt es wahrscheinlich zu dieser Aufgabe in einer Aufgabestellung. Jetzt schreibe ich keine Worte hier, sondern stellen wir uns vor, da würde irgendwie ein Text stehen. Markiere ich das Ganze, weil ein Text wahrscheinlich mit einer durchgezogenen Linie geschrieben wird. Also wird man wahrscheinlich mit einer Aufgabenstellung starten. Dann, wenn man die Aufgabe erklärt, kommt zuerst die Skizze. Also markiere ich den Quader und schiebe diesen Quader zu dem nächsten Slide. Und wenn wir das besprochen haben, kommt der nächste Schritt im Tafelbild, was angezeigt wird. Die Formel hier bzw. die Lösung. Nun sieht das Ganze noch nicht ganz ordentlich aus. Dann mache ich den Quader vielleicht etwas größer und verschiebe die Aufgabestellung und die Lösung vielleicht nach da und habe ein vernünftiges Tafelbild. Was man noch machen könnte, um das Ganze noch deutlicher zu machen, was ist mit der Seite A, B und mit den Seiten A, B und C gemeint. Dann könnten wir auch nachträglich mit Farben arbeiten. Ich markiere diese Seite und sage, diese Seite ist die blaue Seite und damit auch die Seite A. Dann diese Seite, zum Beispiel die rote Seite, die Seite B auch in Rot. Und es fehlt noch diese hier, die nehmen wir vielleicht in Türkis. Und das soll jetzt die Seite
C sein. Und dann habe ich jetzt aus meiner Skizze sozusagen direkt das fertige Produkt, was ich dann bei der Erklärung benutzen kann. Und ich kann ja in den Schritten vor und zurück schalten. Soweit, so gut. Nun wird man dazu tendieren, dass man vielleicht zu schnell durch die Aufgabe sich durchklickt. Und es ist deutlich besser, zumindest sehe ich das so, wenn ein Tafelbild auch wirklich handschriftlich entwickelt wird, dann hat man so ein bisschen Zeit, den Betrachter gegeben, dass er auch besser mitbekommt, wie sich das Bild gerade entwickelt, wie es in den Schritten aufgebaut wird. Und dieses Zeichnen kann in diesem Programm hier simuliert werden. Man muss erstmal die Präsentation sozusagen scharf stellen. Dieses Icon hier soll eine Filmklappe darstellen. Und wenn man jetzt auf den Play-Button klickt, werden die Schritte, also wie der erste Schritt sozusagen animiert, dann der zweite Schritt und dann der dritte Schritt oder der vierte, fünfte, je nachdem, wie viele Schritte man jetzt vorgesehen hat. Also jetzt hier wird die Aufgabenstellung formuliert. Jetzt kommt die Skizze und nun kommt die Lösung der Aufgabe. Und dann könnte man die Präsentation mit einer Bildschirmaufnahmesoftware aufnehmen und hätte dann direkt ein Erklärvideo. Was vielleicht noch stören würde an dieser Stelle, wir haben jetzt hier einen Bereich, was man eigentlich in einem Video nicht zu sehen braucht. Und das kann man jetzt mit der Tastatur ausblenden. Mit der Taste H kann man die Menüleiste ausblenden. Mit der Taste B für blank sozusagen scharf stellen. Und mit der Taste P wie Play die Steps nacheinander abspielen. Und wenn man das aufgenommen hat, hat man das Tafelbild auf das Wesentliche reduziert. Man hat jetzt nichts, was in dem Video ablenkt. So, dann mit der Seite, also wenn man wieder auf H klickt, bekommt man die Menüleiste wieder zu sehen. Natürlich kann dieses Tafelbild heruntergeladen werden. Ja, ich sage schon heruntergeladen, kann auch gespeichert werden. So, da ist es schon. Und das Speichern ist an sich auch ein Herunterladen, weil das ganze Programm an sich eine Internetseite ist. Wenn ich jetzt diesen Vollbildmodus beende, sehen wir, dass das Ganze im Browser abgespielt wurde. Und wie kommt man jetzt zu dieser Internetseite? Also die ist jetzt nicht online, aber die kann heruntergeladen werden. Und zwar findet man sie auf github.com eltargas. Tablica ist das polnische Wort für Tafel und als mir diese Idee eingefallen ist, dachte ich mir, wow, so kreativ bin ich und voll die tolle Idee. Dann habe ich mich bei GitHub angemeldet, die Datei entsprechend erstellt und festgestellt, dass es ja, hunderte Projekte gibt, die den gleichen Namen tragen. Aber wenn man jetzt Eltagas noch da vorschreibt, wird man das schon finden, beziehungsweise diesen Link werde ich jetzt in der Beschreibung auch reinkopieren. Genau, dort findet man eine grüne Fläche für Klonen oder Herunterladen und jetzt kann man das hier als ZIP herunterladen, entpacken und dann, Moment. So, das ist jetzt die entpackte Version und da gibt es ja mehrere Ordner für diejenigen, die sich mit JavaScript und HTML auskennen. Die Arbeit findet eigentlich da statt, also das ist die eigentliche Software. Uns interessiert aber dieser Apps-Ordner und hier sehen wir diese drei Internetseiten. Weshalb drei, weil ich mir das folgend überlegt habe. Also man startet die Datei Tablica, die ist ja etwas reduzierter aufgebaut. Es fehlen die Step-Buttons und das mit dem Play und so weiter.
Das würde man mit einem Tablet und so weiter bearbeiten. Man macht sich eine Skizze, sozusagen ein Schmierblatt, und aus diesem Schmierblatt soll später die fertige Präsentation werden. Dann speichert man das, öffnet das in dem Programm Folia. Da hat man jetzt diese beiden zusätzlichen Buttons, und dann sagt man, okay, das ist jetzt der erste Schritt, der zweite Schritt, der dritte Schritt. Vielleicht kann man da auch einiges noch korrigieren. Und für die Bildschirmaufnahme würde man das Programm Presentacja verwenden, und dann kann man die Datei laden und abspielen. Also hier zum Beispiel ist die Datei noch nicht da. Man kann jetzt auf Datei auswählen klicken und die gespeicherte Datei hochladen, was aber auch funktioniert ist, die Datei einfach hier rüber zu ziehen, auf Datei auswählen. Jetzt wurde sie geladen, und um geöffnet zu werden, müssen wir auf dieses Icon hier mit diesem halb geöffneten Ordner klicken, und die Ta Datei ist da. Ja, dann kann ich noch kurz vorführen, was auf jeden Fall noch nicht so gut funktioniert. Wenn ich jetzt eine neue Seite hier erstelle, kann ich hier natürlich was zeichnen. Ich kann auch zu dem Bild davor gehen, da kann ich auch zwischenswitchen. Kein Problem. Jetzt passiert aber ein Fehler, den ich aber noch nicht ganz verstanden habe. Wenn ich jetzt auf Play drücke, werden die Striche doppelt gezeichnet, beziehungsweise in diesem Fall glaube ich sogar vierfach gezeichnet. Also noch habe ich nicht kapiert, warum es so ist. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich hier mehrere Striche gemacht habe. So ganz durchblickt habe ich das noch nicht, aber irgendwann finde ich wieder die Zeit und dann wird das Ganze korrigiert. Vielleicht noch eine interessante Seite: Sollte man sich für dieses Programm entschieden haben, wie kriegt man das zum Laufen? Also am besten direkt Presentatia starten, dann wird es in einem Browser geöffnet, dann kann man sein Tafelbild erstellen. Und um den Vollbildmodus zu starten, in den meisten Browser die Taste F11 zu drücken, dann wird ein Vollbildmodus gestartet. Den Vollbildmodus kann man mit der gleichen Taste auch beenden. So, mir ist das durchaus bewusst, dass es eine sehr frühe Version ist und dass es dort auch einige Fehler gibt. Und das ist wahrscheinlich auch das erste Mal, dass ich das hier auf YouTube sage. Aber sollten Ihnen und euch irgendwelche Fehler auffallen, schreibt sie bitte in die Kommentare, sodass ich auch die Möglichkeit habe, Fehler zu entdecken, die mir bei meiner Arbeit noch nicht aufgefallen sind. Beziehungsweise die Leute, die HTML und JavaScript-Kenntnisse haben, können natürlich auch gerne diese Dateien von GitHub nehmen und die weiterentwickeln. Das Ganze habe ich mit der MIT-Lizenz veröffentlicht. Also jeder kann daran arbeiten, jeder kann es weiterentwickeln und weiter veröffentlichen, und ja. Und wenn wir schon dabei sind, also Verbesserungsvorschläge können auch gerne in die Kommentare geschrieben werden.